Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans, und zwar die Folge Nummer 8 ist das. Ich habe mir das überlegt, wir sollten vielleicht dann doch die Schienen noch abreißen, weil die finanziellen Mittel, die können wir gar nicht aufbringen monatlich, um das zu halten, und auch die Straßen, die mehr sind, wie wir brauchen. Machen wir alles weg, hat keinen Sinn. Das wird zu teuer. Hört sich jetzt zwar so an, Abrisskosten sind viel, aber ich glaube, wir werden am Ende die Schlussabrechnung machen können. Warte mal. Sind wir hier? Die Straße brauchen wir doch überhaupt auch nicht bis zur Bushaltestelle. Das heißt, die können wir auch abreißen. Dann können wir von da bis da können wir wegmachen. Und das alles weg. Und dieses auch weg. So, der Bus fährt da noch hin, das ist alles gut. Der Rest ist ungenutzt. Hopfenfarm wird angefahren. Hier unten kann auch noch was weg. Das bis da. Und das auch weg. Gut, hier unten wird gefahren. Ach so, hier hinten wird auch nicht gefahren, ne? Der LKW fährt weg. Den müssen wir gleich noch außer Dienst stellen. Und diese riesige Straße kann dann auch weg. Weil das können wir uns ja auch nicht leisten. Macht er das alles? Ich will's hoffen. So, bis dahin, das Stück lass da jetzt gerade stehen. Machen wir das noch weg. Gut. Da fährt ja noch der Bus hin. Der LKW fährt jetzt zurück zur Station, zum Markt. Nee, zum sag schon, Depot. Das bleibt, dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite, da müsste auch noch ein kleines Stück Straße sein. Das können wir auch noch wegmachen. Hier ist es. Das machen wir auch noch weg. So, das sparen wir uns auch. So, und das war das andere. Das ist alles gut. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir das jetzt noch optimieren. So, wo ich immer die ganze Zeit überlegen, wenn wir fahren mit so einem Zug da durch die Gegend, der bringt das Öl hin und her. Das ist ja auch ganz schön und gut, aber ne? Die Raffinerie braucht das, aber das Abtransportieren ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? 2305, der ist jetzt auch schon voll, wenn ich das richtig sehe. Produziert der denn noch was? Öl 2305 Verbrauch, Maschinenfabrik, kriegt davon was. Ölfeld ist angeschlossen und da ist der Dingens angekommen und werden wir den jetzt auch gerade verkaufen. Ist der denn auch gleich weg? Ne, der ist nur hier reingewandert. Und ich glaube, das können wir alles verkaufen, was hier jetzt drin ist gerade, oder? Gut. Dann wieder zurück, da hinten hin, und gucken wir, dass wir da die Strecke optimieren. Was haben wir denn hier? Ein Wasserschloss oder was? Interessant. Das war norddeutscher Importeur. Mandeln, Wafer und Südfrüchte. Okay. Das geht an einem Markt in Ostdeutschland. Das wäre hier. Gut, aber wahrscheinlich keine Transportmittel. Die müsste man erst wieder gucken. Vieh und Milch, Markt Ostdeutschland. Wäre also auch eine Möglichkeit, wieder da reinzukommen. Oh, da ist es. Das war Weizen und Gerste machen, die Tierfutter. Okay, da wollen wir eben, das brauchen wir nicht mehr. Der Zug fährt immer noch, transportiert das rüber. Maschinenfabrik und Ölfeld, Ölbohrinsel, wäre mit Schiff anzuschließen, lassen wir besser. So, der fährt das immer nach da, die produzieren dann. Lieferanten ist das, im Maschinenwerk verbraucht das. Und das, achso, PE-Granulat kriegen die dann. Die haben aber auch genug da. Wie sieht's hier oben aus? Mittelgebirge Erzbergwerk.
Das Eisenerz auch genug da. Und die Tonnen liegen auch da. Der Bahnhof ist leer, das ist auch richtig so. Und hier ist der Schrottplatz angeschlossen. So einen zweiten. Erzbergwerk ist gar nicht angeschlossen, aber es ist auch genug da bis auf den Schrott. Und der Schrott kommt von der anderen Seite, ne? Das ist ja hier das. Das haben wir angeschlossen. Der zweite Schrottplatz, wo befindet sich der? Der befindet sich auf der anderen Seite vom Wasser, glaube ich. Ja. Ja, hier unten könnten wir vielleicht noch überlegen, diese vier Städte mit dem Bus anzuschließen, dass die wachsen, ne? Das wäre vielleicht noch interessant. Weil irgendwann müssen wir es auch optimieren. Karte mal größer ziehen. Ja, das andere war hier oben alles. Und der Schrott da unten, das funktioniert nicht. Wie sieht es denn mit den Finanzen überhaupt aus? Monat. Marge. Gerade nicht so toll aus. Betriebsgewinn ist auch unten. Das heißt, wir müssen irgendwas noch optimieren, damit das vorangeht. Wir haben Verluste. Verluste sind nicht gut. Da wird auch mehr Öl hingeschickt, als benötigt wird. Was haben wir hier? Ein Kohlekraftwerk. Das wollen wir doch auch noch anschließen, oder? Kohlemine. Das muss doch eine von unseren sein, ne? Die nicht. Dann ist es die. Okay, das funktioniert. Das würde bedeuten, ein Kohlezug bringt immer Geld. Dann schließen wir doch die Kohlemine noch an. Schiene hingelegt. So ist es. Passen 1, 2, 3, 4, das wären 5, würde auch reichen. Den günstigen Bahnhof dahin. 2, 3, 4 und 5. Passt. Dann müssen wir eine Linie ändern. Ist nur die Frage, ob das Sinn macht. Weil die Kohle fährt nach hier hin, das Erz fährt nach da hin. Nee, Kohle kommt zurück, Erz kommt dahin. Das würde bedeuten, es macht Sinn, einen Erz-Kohlezug zu machen, der diese Strecke nimmt. Mhm. Ich glaube, wir setzen da einfach auf die Strecke erstmal einen Zug, der Schüttgut nur transportiert. Diese Lok war ja super. Und da ein paar Waggons hinter für Kohle. Da ist die Kohle. Na, voll daneben geklickt. Da haben wir noch zwei von. Fünf Stück. Haltlänge ist nur 3. Dann machen wir noch einen mehr hin. Und dann kriegt der einen Fahrplan. Und der Fahrplan sieht so aus von dort. Nach dort. Und von dort bringt er das Erz nach dort. Und dann fährt er da wieder hin. Das ist eine neue Linie und die Linie heißt Kohle, Erz. Gut. Passt. Und die Geschichte starten wir. Und wir brauchen irgendwo eine Ausweiche auf jeden Fall jetzt. Würde ich tendenziell dazu neigen, das hier zu machen. Nochmal Gleise her.
So, oder? Signal. Wie wird das noch, wenn das rechts steht? Dann ist das so. Und wenn das da steht, dann ist das richtig, oder? So, die sollten aneinander vorbeikommen. Fährt er denn schon? Gute Frage, ne? Der ist da hinten. Und wartet auf freie Strecke wahrscheinlich, oder? Ja, wartet auf freie Strecke. Und die ist jetzt frei. Oder? Ja, jetzt fährt er. Gut. Achso, da können wir nochmal gerade gucken, ob der voll ist, ne? Ach, die Strecke, die Farbe. Na, das ist jetzt Blödsinn, was ich gerade erzählt habe. Kohleerz muss Ladung 100% bei der Kohle sein, oder? Nee, lass mal so fahren erst. Aber den mache ich im Fenster auf und gucke mir den an, was der macht. Der hat auf jeden Fall die Kohle mit für... Altes Kohlekraftwerk, ist das das Richtige? Ja, das ist das Richtige, da fährt er hin. So, und hier müssen wir vielleicht noch gucken, dass er hier noch irgendwo vorbei kann nochmal, weil da fährt ja auch noch einer, ne? Und zwar neige ich dazu, die Ausweiche hierhin zu machen. Signale hin. Passt, oder? Entschuldigung. So. Läuft erstmal. Was macht unser Gewinn? 61. Super schlecht hier. Oh oh. 140.000 haben wir Gesamtvermögen. Gucken, dass wir es hochkriegen, ne? Diese Multizüge, die sind vielleicht nicht so ideal, denke ich mal gerade, ne? Der Ölzug ist schon klar, der fährt da unten wunderbar lang, der macht bestimmt auch Gewinn. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. 44.000, das kann sich sehen lassen. Er ist erst auf der Reise. Und der ist jetzt hier gerade angekommen. Und wartet, ne, der fährt sogar raus. Der macht auch vollen Gewinn. Der fährt jetzt da lang und der fährt da dran vorbei. Das ist auch super. Und dann fährt er auch weiter. Gut. Wo ist der nächste Zug? Der müsste ja dann... Warte mal, hier oben ist keiner. Ne? Nein. Der fährt hier hinten rum. Der bringt den Schrott durch die Gegend. Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist er. Der macht auch Plus. Auch reichlich Plus. Ja, und hier liegt auch Schrott genug rum, ne? Der fährt natürlich eine Richtung immer leer. Und fährt dann auch ziemlich viel leer. Ich glaube, den Schrott, den müssten wir von hier bis zum Dingenskraftwerk direkt fahren. Bis hierhin direkt fahren mit einem Zug. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann den Pendelzug von da aus, der verschiedene Waren transportiert, ne?
Ja, es würde noch einen Zug mehr kosten. Ja, aber das macht wirklich nur Sinn, das so zu gestalten, glaube ich. Ja, kommt er auch an? Nein, noch nicht. Aber er hat jetzt gleich volle Ladung. Lass mal gerade das Stück schneller laufen. So, und dann hat er 7000, hat 1500 den einen Weg hingebraucht. Ich glaube, das rechnet sich und der wird ja auch gleich hier noch aufladen. Ich hoffe, wir machen nicht hier irgendwo so ein Problem, dass da gleich zwei Züge aufeinander warten. Das könnte nämlich auch noch passieren. Dass wir hier noch eine Ausweiche haben müssen, könnte sein, ne? Ich glaube, die baue ich mal gleich sofort. Die wird nämlich kommen müssen. Signal. Glaube, so ist richtig. So, der müsste jetzt eigentlich hier Eisenerz laden. Macht er auch. Das heißt, der fährt eine relativ gute finanzielle Geschichte ein. Genau, und der fährt das dann da weiter. Stahlwerk 873, Zielort. Das ist nur das eine, das ist ja schon mal gut. Er fährt jetzt Schüttgut, Kohle durch die Gegend. Das macht er dahin, ne? Einmal schneller bitte. Ja, der Entladen fährt jetzt Erz holen. Kriegt der Erz? Nö. Der ist auch noch vorbeigefahren, glaube ich. Ne? Der fährt noch zum Granulat da unten hin. Hat er geholt. Macht er. Dann sollte er hier noch Kohle holen. Nee, Erz. Macht er. Und liefert das da einmal ab. Oder auch nicht. Das ist schon voll da. Die haben hier schon genug, ne? Denen fehlt nur der Schrott. Der Schrottzug fehlt. Ja, er hier fährt auf jeden Fall plus ein ohne Ende. Jetzt kommt der Zug da vorbei, hat da alles entladen und holt Kohle für das Werk da hinten. Ja, das passt. Das so. So, und er hier. Hat jetzt Kohle hierfür geholt. Und fährt leer nach da hinten. Das macht unsere Bilanz. Oh, gar nicht so schlecht hier aus, ne? Oder vertue ich mich? Ne, ich vertue mich wahrscheinlich. Doch, da waren wir ganz knapp. 1419 plus. Könnte sein, dass wir das hinkriegen noch. Dass wir jetzt gerade die Kurve kratzen. 164, wir hatten auch schon 140 da stehen. Ich glaube, der Kohlezug zum Kraftwerk, der reißt uns gerade raus. Gut, aber ich würde sagen, für die Runde soll es auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.